Es ist wichtig, sich mit den Jugendlichen über die geeigneten Kommunikationswege zu verständigen und gemeinsam Regeln zu verabreden, wann und wie kommuniziert wird. Die meisten Kommunikationskanäle laufen über mobile Anwendungen. Man nutzt sie also mit dem Smartphone. Was gibt es dabei zu beachten? Ich finde es zentral, dass sie das also oder dass man das gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aushandelt und dabei eben auch auf diejenigen Rücksicht nimmt, die beispielsweise eben nicht bereit sind, WhatsApp zu nutzen, weil sie eben dann Angst vor dem Verbleib ihrer Daten haben, beziehungsweise einfach datensparsam umgehen. In diesem Fall sollten sie also nicht die Gruppe den Einzelnen oder die Einzelne überstimmen, sondern sich nach Alternativen umschauen. Eine gute Möglichkeit, um sozusagen diesem Datenschutzproblem entgegenzuwirken und vielleicht Einzelne oder auch Sie als Projektkoordination oder als Ansprechpartner aus der Erwachsenenwelt, ist tatsächlich die Verwendung eines Prepaid-Handys, also im Prinzip ein sauberes Handy, mit dem Sie dann eine eigene Nummer einrichten, über welche Sie dann beispielsweise über Instant-Messenger-Dienste wie Signal oder Telegram oder andere eben auch mit den Jugendlichen kommunizieren können, ohne dass also das ganze Telefonbuch beispielsweise, wie es ja bei WhatsApp der Fall ist, ausgelesen wird. Bei Think Big hatten wir Handys, die waren nur dafür da, damit wir mit den Jugendlichen kommunizieren. Sehr praktisch. Wir hatten auch Multi-SIM-Karten. Das heißt, wir hatten mehrere SIM-Karten, die auf eine Nummer gingen. Das heißt, wir konnten dann einen Support aus verschiedenen Städten, wo wir uns abgewechselt haben, organisieren. Ziemlich cool. Problem? WhatsApp ist ab 16. Das heißt, ich werde in vielen Fällen die Einverständniserklärung der Eltern brauchen. Das kriege ich bei längeren Projekten auch, aber in vielen Fällen wird es ein bisschen schwierig sein. Die andere Sache ist auch, dass WhatsApp zum Facebook-Konzern gehört und der lebt nun mal vom Datensammeln. Und das schmeckt mir eigentlich nicht so gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Nachrichten in WhatsApp Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das heißt, die Inhalte kriegt zumindest niemand anders mit, schätze ich mal.